Hallo, liebe YouTube-Freunde. Hallo. Heute sind wir wieder in Future City. Heute möchte ich euch meinen Friseur zeigen. Mit mir dabei ist die Oschel. Der Gunzel ist leider im Urlaub. Der wird aber bestimmt nächstes Mal wieder dabei sein. So, ich habe hier ein Hochhaus gebaut. Da habe ich den Friseurladen drin. Fliegen wir mal rund. So, hier oben habe ich ein Auffangbecken für Regenwasser. Wo bist du denn? Hier oben. Ganz oben? Oh, da komme ich aber auch. Ganz oben bin ich. Ein Auffangbecken für Regenwasser. Hast du das aus Lehm gebaut? Ja. So, ah, interessant. Ein schön grauer Stein. Grau wie Beton. Bist du jetzt da in das Loch gefallen in der Mitte? Würde ich aber nicht reingehen, das ist hässlich da drin. Nee, nee, das habe ich schon extra als Ablauf für das Wasser. Nicht, dass du da reinsteigst. Du denn? So, ich lass mich jetzt mal hier runterfallen. Ich bin hier unten. Auch am Purzel. So. Gehen wir mal außen entlang. Da ist mein anderes Projekt. Mülleimer. Schauen wir uns das Auto mal an. Ich habe wieder mal ein Auto schon gebaut. Ich darf rein. Ich fahre. Das ist ein schöner Rindflitzer, also der gefällt mir. Aha. Aber ich finde deine Autos so cool, obwohl du sie nicht gerne baust. Aber ich baue sie cool. Nicht gerne. Aber komischerweise sehen sie auch immer anders aus. Naja, gut. Gehen wir mal in den Friseur. Wo hat der denn den Motor? Ey, da ist überhaupt kein Platz für den Motor. Nee, das ist nur ein Strandbuggy. Strandbuggy? Womit fährt der? Mit Elektrobatterie. So, hier ist mein Edelfriseur. Hier haben wir eine Station für die Nägel. Möchtest du eine Maniküre haben? Upp. Ja, hier. Ja. Oh, scheiße. Das ist ja mit einer Redstone-Leitung. Dich unter Strom setzen. So, hier ist der Empfang. Hier kann man sich ich anmelden. Ich wollte meine Nägel eben. Hier kann man sich anmelden. Ey, guck mal, und die rauchen Pfeife oder sowas. Nee, nee, was soll das sein? Das soll eine Kaffeemaschine sein. Kaffeemaschine? Du hast gesagt, die brauchen Kaffee. Das soll eine Kaffeemaschine hinstellen. Ja, ich habe auch gesagt, du sollst ein Räumchen machen, wo sie Besen unterstellen. Das hast du ja auch nicht gemacht. Nein, nein, das ist ein Edelfriseur. Da, die brauchen sowas nicht. Der und ich hab automatisch dir gesagt, Roboter rum. Du sollst Dingens machen. Du sollst Schlafzimmer noch drüber bauen. Ich baue doch keine Schlafzimmer im Friseursalon. So lang brauchen die auch nicht für Beauty. So, hier ist der Bereich für Damen. Oschelchen. Ah, ne. Jetzt sei ja ruhig. Ah, ja ruhig. Für die Ladies. Beauty Queen. Mit Haube. Ey, guck Dunst, mal, da ist sogar, Abzugshaube, wenn, da du ist zu sogar viel, rot. Wenn du zu viel schwitzt. Ey, guck mal, da oben drin ist sogar rot. Da als ob da Heizstäbe durchlaufen. Ah. Ja, die könnten wir auch anmachen. Wenn ich da einen Redstone dran, eine rote Fackel dran setze. So. Die Schminke, die Tischchen leuchten auch so schön. Ja, ja, Glas gibt es dir keins. Das heißt, Spiegel gibt es dir keine. Und Glas ist so durchsichtig. Da habe ich lieber schöne beleuchtete Lampen geholt. Für die Haare ist zu waschen. Trotzdem schwerlich eingerichtet, als die Bediensteten. Ja, wieso? Haben hier sind die Regale. Da steht nochmal dann der Shampoo drin und der Kram, den sie verkaufen. Hier hinten ist die Männerabteilung, der blaue. Du hast du genauso viele Männertische wie Frauentische. Ja. Normalerweise ist ja Frauen größer. Aber da mir zwei Männer sind und du nur eine Frau, kann man das ja.
Ist ja gut. Sag ich mir. So, aber die Decke gefällt mir. Das habe ich, so habe ich noch nicht gesehen. Deckenbeleuchtung. Ja, die ist schick. Sehr edel. Ja, 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 das ist ein richtiger Edelfriseur. Edelmetalle. Allein die Einrichtung hat ja schon einen Batzen Geld gekostet hier. Oh ja. Ist hier Metallstühle aus Edelsteinen. Ja, das gehört so, aber so, dass sie hier so die Frisierstühle sind also doch sind, immer so. Die sind bestimmt nur gecovert mit dem Zeug. Die sind nicht komplett aus dem Material, plattiert. Oder? Ich hätte sie können aus Gold machen. Gold platet. Dann wäre es richtig edel geworden. Aber das sieht so realistisch aus. Jo, das war es auch schon. Von meinem kleinen einfach Frisur. Nur leuchtendes Plastik. Wo ist leuchtendes Plastik? Nimm mal deine Türen geil. Wieso krieg ich so Türen? Schön, ne? Mit abgucken. Knopf zum Aufmachen. Für meine Magierschule aus. Jo. Ja. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Von außen im Dunkeln kannst du Achso, ja, im Dunkeln haben wir noch nicht gesehen. In der schönen Beleuchtung auch, ne? Ich liege ein bisschen höher. So. Sieht recht schick aus. Leider kann ich nicht höher bauen, weil wir die Mods nicht abgedatet haben. Ja, wir können die im Moment nicht updaten. Das sind zu viel. Deshalb ist das Haus auch nicht so groß geworden. Weil wenn ich es größer mache, dann ist es sehr breit und fett und immer so schlank und hoch, wie es sein soll. Wir haben noch die Bauhöhe von 1.0. Genau. Wir spielen hier mit Version 1. Deswegen bauen wir alles in Löcher. Deswegen ist bei uns alles im Loch. Deswegen müssen wir schon ein bisschen runtergehen in die Löcher. Naja, aber vielleicht wird es demnächst mal. Dann viel Spaß. Dann bedanke ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.